Ich grüße dich ganz herzlich und wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte mal nochmal mit dir über das Thema Selbstwert sprechen und auch über das Thema Geld. Das Tabuthema Nummer 1, Geld. Und was das auch mit deinem oder mit unserem Seelenplan zu tun hat, ja? Und zwar, vielleicht hast du meinen Beitrag gestern gesehen. Hallo, liebe Birgit. Vielleicht hast du meinen Beitrag gestern gesehen, wo ich so einen 100-Euro-Schein hier vor der Kamera zerknüllt habe. Da können unterschiedliche Gedanken hier an dir aufgekommen sein. Vielleicht hast du gedacht, wie kann die nur so einen 100-Euro-Schein da vor der Kamera zerknüllen? Vielleicht hast du aber gedacht, oh, das ist ja interessant, so einen 100-Euro-Schein vor der Kamera zu zerknüllen. Würde ich auch mal gern machen. Oder was auch immer da so in deinem Kopf vorgegangen ist. Wenn du es nicht gesehen hast, dann scroll hier anschließend gerne mal weiter runter, dann findest du das, den Live-Beitrag von gestern. Und zwar mit diesem Zerknüllen des 100-Euro-Scheins wollte ich dir einfach mal ein bisschen näher bringen, dass der 100-Euro-Schein, wenn der zerknüllt ist und auseinandergefaltet wird, ja nicht deshalb weniger wert ist. Und dass wir im übertragenen Sinne im Laufe der Jahre auch, um es mal in der Jargon auszusprechen, zerknüllt wurden. Ganz viel im übertragenen Sinne natürlich auch zerknittert wurden, auf uns rumgetrampelt wurde oder wie auch immer du das nennen möchtest. Natürlich nicht bewusst, sondern vieles ist unbewusst einfach geschehen. Und dass wir aber deshalb nicht weniger wert sind, sondern jeder von uns, schau mal, jeder von uns kommt doch aus der gleichen Quelle. Ich nenne das immer gerne so als Quelle allen Seins. Ausnahmslos jeder von uns. Jeder von uns hat sich mal was vorgenommen, hier in seinem jetzigen Körper, auf dieser Welt hier, in seinem Leben, in seinem jetzigen Leben zu realisieren, seine Botschaft rauszubringen, sprich seinen Seelenplan im Grunde genommen zu leben und wollte ja auch eigentlich seinen Seelenberuf daraus kreieren. Und dann sind einfach ganz viele Schleier und Themen ja über uns gelegt worden und in unserer jetzigen Zeitepoche ist es ja noch nicht, ich sage noch nicht, ich glaube, dass die Entwicklung ganz arg dahin geht und die Berufskonstellationen, die Firmenkonstellationen, so wie es jetzt noch gibt, weil es sind durchaus Tendenzen in die Richtung, festes Angestelltenverhältnis irgendwo und festen Stundensatz und so Zeit gegen Geld zu tauschen, dass es das irgendwann nicht mehr gibt, sondern dass einfach der Trend auch dahin geht, dass jeder mehr die Verantwortung für sich selbst übernimmt und damit eben seinen Lebensunterhalt bestreitet. So, das ist aber alles noch nicht so zur Normalität geworden. Und gerade in spirituellen Kreisen ist es so ein bisschen ein Tabuthema, über Geld zu sprechen, geschweige denn mit seiner Spiritualität, also das, was in einem ist, diese Kreativität, diese eigenen Gaben, die eigenen Stärken, damit Geld zu verdienen. Das ist gerade in spirituellen Kreisen ein bisschen verpönt. Und so haben wir auch in der Richtung viele Muster übernommen, dass wir sagen, ich brauche ja kein Geld. Warum müssen wir immer Geld haben für alles? Und Geld regiert die Welt und ja, so ein ganz schlechtes Verhältnis zu Geld haben. Und da möchte ich noch mal so zwei Aspekte mit dir teilen, wie das zusammenhängt im Grunde genommen. Und zwar, alle Weltkulturen bezeichnen das Thema Menschsein aus drei Komponenten, nämlich Körper plus Geist plus Seele. Weder unsere Seele noch unser Geist brauchen Geld. Das sind andere Dimensionen. Unsere Seele, unser Geist, das sind ja Energien, so wie wir Energiewesen sind in einem menschlichen Körper. Das ist das, was wir mit dem bloßen Auge auch sehen. Braucht weder die Seele, die möchte
entdeckt werden, das, was immer mitgebracht hier, also den Seelenplan, die braucht kein Geld. Aber wer Geld braucht, das ist im Grunde genommen unser Körper. Unser Körper braucht sehr wohl Geld. Und weder Körper kannst du eigenständig sehen, noch Geist, noch Seele. Es sind diese drei Komponenten, die uns ausmachen. Körper plus Geist plus Seele. Alle Weltkulturen sind sich in der Richtung einig. Also ich gehöre keiner Religion mehr an. Ich bin zwar katholisch erzogen worden und aufgewachsen, aber ich bin 18 oder 19 aus der Kirche ausgetreten und gehöre keiner Religionsgemeinschaft mehr an. Ich bin inzwischen der Auffassung, Religion, Religio heißt nichts anderes als Rückverbindung an das, wo wir alle herkommen, und bin der Meinung, es gibt nur eine Religion, das ist die Religion der Liebe, und alles, was hier da in der Richtung erschaffen wurde, wurde von Menschenhand erschaffen. Ja? Hallo, liebe Susanne. So, und warum braucht unser Körper jetzt Geld? Unser Körper möchte sich wohlfühlen. Der braucht und möchte diese Wohlfühleffekte haben. Der möchte mit sehr, sehr guten Lebensmitteln genährt werden. Mit möglichst keinen oder wenig Schadstoffen, damit er richtig gut funktionieren kann. Damit alle Zellen und Organe versorgt sind mit Nährstoffen. Unser Körper möchte im Grunde genommen Wohlfühlkleidung haben, die nicht belastet ist mit Chemie, als Beispiel. Das kostet auch Geld, sich eine wirklich hochwertige Kleidung zu kaufen für den Körper. Unser Körper möchte auch andere Wohlfühleffekte. Der möchte auch berührt werden, der möchte mit Massagen verwöhnt werden. Der möchte sich ausruhen können, der möchte vielleicht mal, ja, in einem schönen, wunderbar wärmenden Bad liegen. Möchte vielleicht auch mal in die Sauna gehen oder möchte eine kosmetische Behandlung haben oder was auch immer. Ja? So gesehen ist es so ein falscher Gedanke, Körper, Geist und Seele im Hinblick auf das Geld zu trennen. Und jetzt stell dir mal vor, man hätte uns, wie beispielsweise den Aborigines, beigebracht, in frühester Kindheit, in frühester Kinderstube, deine Seele kommuniziert über Gefühle mit dir. Und wenn deine Seele dir ein Gefühl schickt, in Form, ja, eine Botschaft in Form eines Gefühles, dann gibt es nichts Wichtigeres, als dich zurückzuziehen und auf diese Botschaft zu lauschen und dann deinem Herzen zu folgen. Stell dir mal vor, das hätte man uns allen beigebracht. Folge deinem Herzen, entdecke deinen Seelenplan, warum du hier bist, was deine wahre Lebensaufgabe ist. Kreiere daraus deinen Beruf, weil in Ruf steckt Beruf, Ruf der Seele folgen drin. Wir deuten das nur anders. Und ausnahmslos jeder von uns wäre so mit sich im Reinen, dass er das machen würde, was dem Ruf seiner Seele entspricht, also seinen Seelenplan entdeckt hätte, daraus den Seelenberuf kreiert hätte und damit eben seinen Lebensunterhalt verdienen, bestreiten möchte. Das klingt so belastet irgendwo, deshalb Lebensunterhalt verdienen. Jeder von uns würde wirklich doch seinen Träumen folgen, das, was er sich mal vorgestellt hat. Und stell dir mal vor, jeder von uns wäre so im Reinen mit sich, was hätten wir hier eine heile Welt im Grunde genommen. Da fängt der Weltfrieden an. Bei jedem selbst, wenn jeder mit sich im Reinen ist und seinem Herzen folgt, gäbe es ja, könnte es gar keine dritte Person geben, die einen anderen dazu anstiftet, gegen den Menschen irgendwie gewalttätig zu werden oder überhaupt auf die Idee zu kommen, das ist deins, das ist meins, und miteinander zu kämpfen. Wir hätten da ein ganz anderes Bewusstsein. Stell dir das mal vor. Und stell dir mal vor, wenn jeder in dem Maße, wie es ihm selbst entspricht, wie es ihm selbst gut tut, wie er sich das selbst vorstellt oder sie,
ich mische mir die weibliche Form mehr an, weil das sind ja hier in erster Linie Frauen, dass die Geldenergie ins Leben ziehen würde, die einem selbst, die also dir, das Leben ermöglicht, hallo lieber Andreas, das Leben ermöglicht, das du dir wirklich aus tiefstem Herzen wünschst. Du würdest dir einen riesen Gefallen tun, weil du deinen Körper anders ernähren und pflegen könntest und umsorgen könntest. Du würdest deiner Familie einen anderen Mehrwert stiften, weil du selbst mit dir im Reinen bist. Deine Partnerschaft wäre doch so auch auf einem anderen Level, weil wie oft geht es denn gerade in Partnerschaften um das liebe Thema Geld, weil jeder tief in seinem Herzen, in seiner Seele unzufrieden ist mit seiner Situation, stehen sich zwar optisch gesehen die erwachsenen Menschen gegenüber, aber auf einer anderen Ebene streiten eigentlich die Kinder miteinander, die kleinen inneren Kinder, die in uns verborgen sind. Und was könntest du deinen Kindern mitgeben auf den Weg, jetzt deinen Kindern? Das sind alles Aspekte, die mein Motivator waren, meinen Seelenplan aufzudecken und meinen Seelenberuf daraus zu kreieren. Sprich, in meinem Falle wunderbaren Frauen und Männern wie dir dabei zu helfen, das Gleiche zu machen, also sich das Leben nach dem eigenen Herzen zu gestalten. Und jetzt sind wir nochmal bei dem lieben Thema Geld. Stell dir mal vor, wir hätten das alle gelernt, wirklich unserem Herzen zu folgen, daraus den Seelenberuf zu kreieren. Dann wäre das heute genauso Normalität, wie es draußen im Mainstream noch Normalität ist. Ja, im Grunde genommen, das klingt jetzt krass, sich jeden Tag damit abzufinden, einem Beruf, einem Job nachzugehen, der einen überhaupt nicht erfüllt oder nicht mehr erfüllt, das gar nicht dem eigenen Herzen entspricht, nur des Geldes wegen. In anderen Bereichen nennt man das Prostitution. Also letzten Endes verkaufen wir unseren Selbstwert, wenn wir einem Beruf, einem Job nachgehen, der nicht dem entspricht, was wir selbst eigentlich aus ganzem Herzen wollen. Und da liegen einfach so viele Schleier und Themen über uns, die wir bewusst oder unbewusst übernommen haben. Und das ist keine böse Absicht von unserem Umfeld gewesen. Wir haben das einfach übernommen. Wir haben das ja auch nicht nachgefragt. Und das kann alles aufgelöst werden. Das kann alles aufgelöst werden. Jetzt stell dir mal vor, du könntest auf deiner Festplatte Format C machen, wie bei einem Computer, und könntest in der Richtung dich mal jetzt von allen Glaubenssätzen und Themen und allem wirklich befreien. Du könntest ein neues Bewusstsein oder nicht ein neues Bewusstsein, sondern deinem wahren Wesen, deinem wahren großen und endlich göttlichen Wesen mal bewusst werden. Dir mal bewusst werden, was für eine wertvolle Persönlichkeit du eigentlich bist in deinem Kern. Was würde das alles verändern? Nicht nur für dich, für deine Familie, für deine Kinder, sondern auch für unsere Mutter Erde überhaupt. Letzten Endes hat ja auch jeder von uns so ein Stück weit so ein Helfersyndrom in sich. Wir wollen ja anderen Menschen helfen. Wir wollen Mutter Erde helfen. Wir würden auch gerne, wenn Geld keine Rolle spielen würde, sicherlich auch viele soziale Projekte oder andere Menschen unterstützen in verschiedensten Bereichen. Und dazu braucht es hier auf der körperlichen Ebene, auf der materiellen Ebene nun mal Geld. Und stell dir mal vor, jeder von uns würde sein Verhältnis zu Geld in die Heilung bringen und würde sich erlauben, die Geldenergie in sein Leben fließen zu lassen, die einem selbst entspricht. Was würde das alles zum Wohle aller Beteiligten verändern?
Das wollte ich einfach mal nochmal hier mit dir ein bisschen, ja, klarstellen, wie eng das Thema Seelenplan entdecken, den Seelenberuf zu kreieren und ihn auch zu leben und das Thema Geld eng miteinander verwoben sind und verknüpft sind. Und das sind auch so die Dinge, um die es beim Moneyfreude-Seminar geht, das jetzt im Oktober hier in Deutschland stattfindet. Da geht es nicht darum, um irgendwelche Techniken oder Abkürzungen oder keine Ahnung, was da manchmal so an Ideen aufkommt. Bin schon ein paar Mal darauf angesprochen worden, ob ich in irgendeinem Network-Marketing-Unternehmen da jetzt aktiv bin im Hinblick auf Geld, sondern es geht bei diesem Moneyfreude-Seminar wirklich darum, mal hinter die Kulissen zu schauen und mal da zu entdecken, was alles an Themen in dir verborgen sind, die dich daran hindern, nicht nur deinen Seelenplan zu entdecken und deinen Seelenberuf zu kreieren, sondern eben auch das Thema Geld in die Heilung zu bringen. Und was würde das alles verändern, wenn das zu einem großen Ganzen zusammengefügt würde? Ich habe ebenso den Nutzen für alle so angesprochen, für die Welt, für die Familie, für die Umwelt und. Wo beginnt der Weltfrieden? Der beginnt doch bei jedem Einzelnen zu Hause. Der beginnt nicht da draußen irgendwo. Wenn jeder wirklich mit sich im Reinen ist, das macht, was ihm selbst, seiner Seele, seinem Herzen entspricht. Wie viel Streit würde es weniger geben? Innerhalb der Familien, über die Familie hinaus, innerhalb von Dörfern und Gemeinden, über Gemeinde und Städte hinaus, gehend auf Länder bezogen. Jetzt schaltet sich meine Kamera um. Moment. So, da bin ich noch mal. Kamera wollte dir die Schutzhülle zeigen. Sorry. Über die Städte hinaus, über die Länder hinaus und auf die ganze Welt. Käme jemand dann auf die Idee zu sagen, hier, das ist mein Land? Käme jemand auf die Idee zu sagen, hier ist eine Grenze und du brauchst einen Pass, um über die Grenze zu kommen? Käme dann jemand auf die Idee zu sagen, das hier ist mein Grundstück und wenn du da drauf bauen willst, dann musst du Summe X für bezahlen, sondern wem gehört denn diese Welt? Ich weiß, das ist jetzt sehr, 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 sehr weit gedacht, aber letzten Endes lausch mal mit deinem Herzen hin. Beobachte mal, was dein Denker dazu sagt und beobachte mal, was dein Herz dazu sagt. Und jetzt kommen wir nochmal zurück. Stell dir mal vor, jeder von uns hier zum Beispiel in dieser wunderbaren Community hier in der Gruppe beginnt so bei sich aufzuräumen. Erlaubt sich, seinen Seelenplan wirklich bedingungslos zu entdecken, seinen Seelenberuf daraus zu kreieren und auch entsprechend die Geldenergie in sein Leben fließen zu lassen, die es dazu braucht. Was würde das alles verändern? Und das sind so die Dinge, um die es beim Moneyfreude-Seminar wirklich im Hintergrund geht. Den Bezug zu Geld, zu sich selbst, zu seinem Herzen, zu seiner Seele in die Heilung zu bringen. Und so hängen Geld, Seelenberuf miteinander eben auch zusammen. Wenn du dir noch kein Ticket gesichert hast, ich poste dir den Link jetzt hier gleich in die Gruppe. Und wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir gerne auch eine persönliche Nachricht. Und unter den Aspekten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim Moneyfreude-Seminar sehen. 2,5 Tage, wir starten freitags abends um 18 Uhr, es geht bis sonntags um 17 Uhr.
wo wir wirklich in 2,5 Tagen mal ganz tief hinter die Kulissen schauen und viele, viele Glaubenssätze und Themen und Prägungen, die uns einfach daran hindern, die dich noch bislang daran hindern, nicht nur die entsprechende Geldenergie in dein Leben zu ziehen, die zu dir passt, sondern auch deinen Seelenplan zu entdecken und daraus dann eben deinen Seelenberuf zu kreieren. Okay, also, schau es dir an, ich schreibe dir gleich den Link hier ins Kommentarfeld rein und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim Seelenfreude-Seminar, beim Money-Freude-Seminar persönlich begegnen und du da einen großen Schritt auch weiterkommst in der Richtung. Weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, so im Mangel zu sein, dass die Monate länger dauern als das Geld, dass man auf der Suche ist nach irgendetwas. Und ja, wie schön es ist, wenn man dann mal erfahren hat, warum man hier ist, seinen Seelenberuf entdeckt hat und den eben auch lebt. Und das möchte ich auch für dich. Das möchte ich auch für dich, dass auch du deinen Seelen Plan erkennst und dir erlaubst, deinen Seelenberuf zu kreieren und dir auch erlaubst, dann dein eigenes Ding zu machen, so wie es zu dir passt, deine Gaben, deine Stärken ans Tageslicht bringst, entfaltest und so deinen Mehrwert hier stiftest, zum Wohle aller Beteiligten, auch für Mutter Erde, so wie du das möchtest. Ganz liebe Umarmung. Tschüss.